Moin moin und herzlich willkommen zu diesem Blut-Todesritter 9.1 Schnellguide. Und zwar zeige ich dir in dem Guide, was du alles so mitnehmen solltest, welchen Pakt du wählen kannst und vor allen Dingen aber auch welche Seelenbande und welche Verteilung der Conduits wichtig ist. All das erfährst du nach einem kurzen Intro, also bleib dran. Sollten sich Änderungen an dem Guide ergeben, dann wirst du die unten im angepinnten Kommentar finden. Scroll mal ein bisschen runter, da siehst du das. Solltest du Anmerkungen haben, lass mich das ruhig in dem Kommentar wissen. Dann kann ich eventuell was mit in das, in den Kommentar reinschreiben, in den angepinnten. Und da sind auch immer die neuesten Infos drin. Fangen wir mal mit den Talenten an. Die Talente beim Bluttodesritter habe ich für Raids wie folgt verteilt. Und zwar nehme ich im ersten Bereich den Bluttrinker, dann die Hämostase und die Blutlabung. Im mythischen Bereich wandelt sich das auf den 15er in den Herzbrecher um und 35 sowie 40 bleibt gleich Wille der Nekropole und die Umklammerung der Toten. Wir haben dann wieder im 45er Bereich, das bleibt sich auch gleich, die Blutwürmer. Und im Raid ist es so, ihr könnt Fegefeuer nehmen, wenn ihr euch relativ unsicher seid, wenn ihr noch neu seid beim Tankgeschäft. Dann könnt ihr nämlich einen Gratistod erhalten im Grunde genommen. Das kann euch dann nochmal den Arsch retten. Der rote Durst ist da auch eine sehr, sehr gute Wahl. Man kann das auch wählen. Der Knochensturm allerdings ist mehr für den AOE-Bereich, mehr im mythischen Bereich nützlich, weil gerade da müsst ihr viele schnelle Knochenstapel aufbauen und das bietet sich mit Knochensturm an. Ihr macht dadurch auch sehr viel AOE-Schaden. Seid ihr euch gänzlich unsicher im Raid Fegefeuer, seid ihr standhafter, dann wählt auf jeden Fall den roten Durst. Das ist ein bisschen angenehmer dann noch zusätzlich dazu. Wenn ihr als Bluttodesritter unterwegs seid, habt ihr im Grunde genommen alle Pakte offen. Komplett. Ihr könnt wählen, welchen Pakt ihr wollt. Die sind alle so dicht beieinander. Ich selber spiele den Bluttodesritter als Ventür. Das macht mir am meisten Spaß. Da habe ich nochmal eine AOE-Attacke mehr, mache ein bisschen mehr Damage. Aber im Großen und Ganzen solltet ihr euch eventuell vielleicht sogar in die Richtung aus interagieren, ob ihr nun Frost oder Unheilig mal nebenbei mitspielen möchtet und ob ihr Raiden wollt oder ob ihr mythische Dungeons primär spielt. Spielt ihr nämlich primär mythische Dungeons und wollt auch mal als Frosty unterwegs sein, Necrolords, das sind dann eure Skelette. Und als Unheilig vielleicht mythische Dungeons Ventür, dann passt das auch wieder. War Unholy spiele ich zum Beispiel auch sehr gerne, deswegen halt nochmal die Ventür bei mir im Vordergrund. Im Großen und Ganzen seid ihr da aber komplett frei, was ihr als Bluttodesritter macht. Da gibt es keins, das muss jetzt unbedingt oder das ist der Pakt, da könnt ihr euch frei entfalten. Bei den Legendaries haben wir das dafür allerdings umso einfacher. Es ist so, wenn ihr Raiden geht oder mythische Dungeons macht, dann habt ihr die Wahl zwischen Supervirus oder Blutrote Runenwaffe. Supervirus hat den Vorteil, das könnt ihr auch in den anderen Spezialisierungen benutzen. Und die Blutrote Runenwaffe, ja, auf dem Gürtel gecraftet, dann seid ihr auch, egal ob Raid oder mythische Dungeons, gut unterwegs damit. Den Supervirus würde ich auf die Halskette packen mit Vielseitigkeit und Tempo, ebenso wie die Runenwaffe auch hier Vielseitigkeit und Tempo. Da ich die Ventür gewählt habe, habe ich Nadja Nebelklinge als Seelenband mit aufgeführt hier. Bei den anderen verhält es sich ein bisschen anders natürlich, aber jede Möglichkeit, das sprengt dann den Rahmen dieses Schnell-The-Guides. So, langsam, manchmal langsamer sprechen, dann klappt das schon. Tatsächlich, also wie gesagt, ich habe Nadja Nebelklinge als Seelenband, egal ob ich Raiden gehe oder mythische Dungeons mache, undurchdringliche Düsternis. In dem ersten Slot Geistentzug, im nächsten Fleischschild, gehärtete Knochen und ausdörrende Seuche relativ weit unten, sowie die eisige Abhärtung. Wenn ihr Ruhmstufe 57 erreicht habt, dann kommt ihr auch ganz unten einmal komplett an und alles darüber hinaus ermächtigt nachher eure Sockel, die ihr reinpacken könnt, also die Conduits, die da drin sind, die haben dann ein höheres Item-Level, gehst du aus meiner Kamera da. Auf jeden Fall, Nadja Nebelklinge ist bei den Ventür genau die richtige Wahl. Da wir ja nun auch hin und wieder mal raiden gehen, gibt es ein neues Feature, das ist sind die Splitter der Herrschaft. Ihr solltet gucken, als Bluttodesritter die Blutverbindung zu bekommen. Passt natürlich auch so ein bisschen lore-technisch mit den Ventür kombiniert. Ist alles relativ rot, rot wie Blut. Ist nochmal zusätzlich Knorke bei der ganzen Geschichte. Splitter von Beck, Yas und Ref, das sind so die Sachen, die ihr damit reinnehmen könnt. Dann seid ihr da sehr, sehr gut ausgestattet und
Wenn ihr aber nur mythische Dungeons macht, würde ich die Splitter ein bisschen variieren. Dann nehmt ihr einen Splitter von Core, von Beck, von Dütz und von Zed und seid dann auch gut unterwegs. Im Raid oder die Herrschaftssockel-Ausrüstung hat den Vorteil, dass die überall im Schlund einsetzbar ist. Das heißt, der Bonus der Blutverbindung zählt dann auch in Cortia oder in Torghast. Da seid ihr dann eben halt gut ausgestattet. Und das Ding, das lohnt sich schon, sich zu holen. Das macht nämlich ziemlich einen Bums. Und gerade auch der Heilbonus, das ist richtig, richtig gut für Tanks. Welche Stats sind wichtig beim Todesretter? Erst einmal Stärke, Primärattribut, Vielseitigkeit, Tempo, Crit und Meisterschaft. Wenn ihr das oder diese vier Sekundärattribute mal näher betrachtet, werdet ihr feststellen, dass die Unterschiede gar nicht so extrem groß sind. Aber Vielseitigkeit und Tempo, das sind gute Werte, die ihr als Bluttodesritter mitnehmen könnt. Und wenn ihr vollkommene Gewissheit haben wollt, dann müsst ihr euren Charakter simulieren. Dann wisst ihr nämlich immer ganz genau, alles klar, das neue Ausrüstungsteil ist halt einfach besser als das alte, oder das alte wäre tatsächlich doch noch besser als das neue, was ihr gekriegt habt. Simmt euren Charakter durch, dann wisst ihr es immer ganz genau. Beim Todesritter gibt es ja die Besonderheit, dass wir als Todesritter unsere Waffe mit einer Rune gravieren können. Da würde ich die Rune des gefallenen Kreuzfahrers nehmen, das ist Sucht seinesgleichen. Wir brauchen keine Waffenverzauberung, ist ganz praktisch eigentlich, weil wir uns die selber geben können. Einmal kurz zur Zitadelle der Hoffnungslosigkeit zurück. Fix da drauf gravieren und dann wieder Spaß haben in den Schatten landen. Die Lehre der Vielseitigkeit auf die Ringe gezaubert, Knorke Sache, mehr Ausdauer, Umhang, Sehen, Vitalität, ewiges Geplänkel würde ich auf die Brust verzaubern, 20 Stärke mehr plus ein bisschen Schattenschaden noch zusätzlich und ewige Stärke auf die Armschienen, da kannst du ein bisschen mehr heben, ein bisschen mehr Eisen biegen. Vielseitiger Juwelenverbund in jeglichen Sockelplatz, der kein Herrschaftssockel ist, sondern prismatischer Sockel, dann seid ihr auch da sehr gut ausgestattet. Beim Buffhut solltet ihr nicht geizen, ihr solltet immer ein Spektralfläschchen der Macht dabei haben. Tränke der Spektralstärke, der Trank der Spektralstärke ist ein Trank, der ist allgemein, der erhöht eure Stärke, macht ein bisschen mehr Bums, ihr macht mehr Schaden, skaliert eigentlich sehr, sehr gut. Die verschleierte Verstärkungsrune immer mitnehmen, sollte auch dabei sein, ganz, 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 ganz wichtig, kostet nicht mehr viel, immer dabei haben. Beim Schattenkernöl oder bei den Wetzsteinen, bei den Verdunkelten, da scheiden sich die Geister. Kann man simulieren, sollte man eigentlich auch simulieren, ihr fahrt mit beiden Varianten ganz gut. Beim Schattenkernöl könnt ihr auch den Single-Target und den Multi-Target-Trank nehmen, Phantomfeuer zum Beispiel, da seid ihr auch, das gibt dann nochmal ein bisschen extra Bums, Trank der Spektralstärke ist recht allgemein gehalten. Steak à la Mode, mehr Vielseitigkeit, falls ihr kein Primärattributsessen dabei habt, also sprich, dass da jemand einen Tisch auf den Boden schmeißt, wovon man dann Toffifee schnabulieren kann, müsst ihr immer gucken. Ich würde als Tank auch immer ein schweres Gramlederrüstungsset auf die Rüstung raufpacken, das hält über den Tod hinaus und ist eine knorke Geschichte, ihr habt 32 Punkte mehr Ausdauer. Gib ihm. Die Fähigkeiten beim Bluttodesretter, da gibt es so ein paar Sachen. Man spricht ja sonst, früher hat man immer Rotation gesagt, das gibt es nicht mehr so richtig. Es gibt eher mehr so Prioritätslisten, aber da gibt es natürlich auch ein paar kleine Spielregeln beim Bluttodesretter. Wir müssen nämlich gucken, dass wir immer unser Knochenschild aktiv halten. Das macht ihr mit Markzerfetzer. Wenn ihr eine tanzende Runenwaffe benutzt und dann mehr Markzerfetzer verwendet, dann kriegt ihr wesentlich mehr Knochenschild. Das doppelte Stacks, das heißt, das füllt sich sehr extrem schnell auf. Ihr solltet auch immer gucken, dass ihr mehr als 5 habt. Das ist einfach auch ein gewisser Sicherheitspuffer, der euch da am Leben hält. Ohne Knochenschild ist das eine ziemlich doofe Geschichte. Todesstoß, damit könnt ihr euch ein bisschen heilen und aber auch Runenmacht verbrauchen. Auch ganz wichtig, Tod und Verfall, wenn ihr scharlachrote Geißelbrock habt. Und siedendes Blut in Kombination von tanzender Runenwaffe erzeugt dann halt auch nochmal ein bisschen mehr Bums. Defensive Cooldowns mit benutzen, Verbündete erwecken, falls jemand mal tot auf dem Boden liegt, könnt ihr den wieder aufkratzen, perfekt. Und die Paktfähigkeiten solltet ihr auch verwenden. Also ja, fangen wir mal an mit dem Kämpfen. Es ist halt tatsächlich so, ihr müsst halt immer schauen, dass ihr mit dem Markzerfetzer euer Knochenschild aufbaut. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Jetzt habe ich 6 Stacks, jetzt haue ich hier nochmal drauf. Jetzt habe ich dann 9 Stacks, also das geht auch relativ schnell und das sieht man auch als kleine Zahl bei dem Markzerfetzer im Icon-Bereich selber. Dann muss man dann irgendwo anders hingucken, man sieht eben halt, zack, da sind jetzt so und so viele Knochenschild-Aufladungen, 10 Stück bei mir jetzt hier an der Zahl. Das ist super, super wichtig. Ihr habt als Tank sowieso keine richtige Rotation, weil ihr müsst halt immer lageangepasst reagieren.
Das ist ganz, 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 ganz wichtig. Wenn ihr so ein bisschen am Kämpfen seid, also so ein bisschen auch vielleicht mehr, ihr habt auf jeden Fall ziemlich viel um euch drumherum, solltet ihr mal schauen, dass siedendes Blut halt keine Stacks ansammelt. Das benutzt ihr damit, macht ihr sehr viel AOE-Schaden, ist super gut. Tanzende Runenwaffe, wenn es euch an Knochenaufladungen fehlt, dann könnt ihr die mega schnell aufbauen. Das ist ganz, 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 ganz wichtig. Und falls ihr euch heilen müsst, dann Todesstoß quasi mit benutzen. Dann kriegt ihr nämlich auch Heilung und ihr baut eure Runenmacht auch mit ab. Das muss nämlich auch zügig geschehen. Ihr solltet das auch nicht ans Cap ranlaufen lassen. Gut ist immer, wenn man immer noch ein paar Runen in der Hinterhand hat. So 2-3 Runen sollten irgendwie immer noch mit verfügbar sein. Es sei denn, ihr müsst da wirklich alles komplett raushauen. Aber es regenerieren sich nämlich immer nur im Grunde genommen 3 Runen gleichzeitig. So, Markzerfetzer, bei 7 oder weniger haut ihr mal einen Markzerfetzer raus. Ich habe jetzt hier dauerhaft 10 Stapel. Wenn ihr geschlagen werdet, dann verliert ihr auf jeden Fall Stapel. Warum ist das Knochenschild so wichtig? Ihr kriegt 846 mehr Rüstung und habt 10% mehr Tempo. Ja, siedendes Blut auf jeden Fall während der tanzenden Runenwaffe machen. Die Runenwaffe kann man auch auf ein entferntes Ziel machen. Dann taucht die nämlich dort auf und macht dupliziert halt alles das, was ihr macht auf dem entfernten Ziel. Das ist sehr praktisch. Tod und Verfall auch ganz wichtig, immer mal mit benutzen, dann eben halt die Runenmacht abbauen und zur Not Runenwandlung benutzen, dann kriegt ihr weniger Schaden, also ihr könnt dann tatsächlich hier so eure Runen mit verbrauchen, kriegt weniger Schaden, benutzt eure Paktfähigkeit, erzeugt ein bisschen Aggro drumherum, auch ganz knorke, und wenn es mal sehr eng wird, falls ihr geskillt habt, den Knochensturm aktivieren. Knochensturm hält nicht so lange. Dafür macht es halt einfach auch sehr viel Schaden drumherum und baut euch eure Stapel wieder auf. Ja, das ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Und wenn ihr 3 oder mehr Ziele habt, auf jeden Fall auch mit den Herzstoß benutzen. Das gerade, wenn ihr in Tod und Verfall drinne steht, das haut dann auch nochmal rein. Kostet allerdings aber auch Runen. Da müsst ihr gucken, dass ihr eben halt alles irgendwie immer mal ein bisschen verfügbar habt. Ihr werdet sowieso sehr lageangepasst spielen müssen, gerade auch als Tank ist das ein bisschen schwieriger. Hier hinten jetzt mit der Runenwaffe, zack, und jetzt taucht die Runenwaffe tatsächlich auch hier hinten auf. Und wenn ich jetzt hier drauf haue, ihr seht, das dupliziert das Ganze, und auch selbst hier hinten bei den, Puppen halt, taucht halt auch Schaden mit auf. Also das erweitert eure Reichweite nochmal zusätzlich ganz gut. Das ist halt so das, was ihr auf jeden Fall auch mit dabei haben solltet. Und dann müsst ihr halt auch immer gucken, dass ihr am Leben bleibt. Runenwandlung ganz wichtig. Vampirblut habe ich ja vorhin schon mal ein bisschen mit angesprochen. Dann ist es nämlich so, dass ihr quasi euch... Ja, ihr werdet im Großen und Ganzen untot. Ja, das ist sehr, 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 sehr praktisch an der Stelle. Jo. Ihr müsst halt immer lagerabhängig reagieren als Tank. Also ihr habt da gar nicht wirklich die Möglichkeit. Beachtet einfach die Sachen, die ich gesagt habe, dass die Aufladungen runter müssen. Ihr müsst immer ein Knochenschild aktiv halten. Das hält natürlich auch nicht Ewigkeiten. Solltet ihr Probleme damit haben, holt euch Conro, falls ihr jetzt selber das erste Mal tankt oder die ersten paar Tankversuche gehen wollt. Bietet Conro auch noch zusätzlich den Vorteil, dass es euch defensive Cooldowns auf einen Blick anzeigt, jetzt eisige Gegenwehr und Runenwandlung einmal eben schnell benutzt, dann wisst ihr das eben halt auch ganz, ganz schnell. Und die wichtigen Sachen werden halt hervorgehoben, damit seid ihr dann knorkig unterwegs. Ja, was ist so mein Fazit über den Bluttodesritter? Das macht super, super viel Spaß, mit dem zu tanken. Und der ist auch recht, ja, ich will mal fast sagen, anfängerfreundlich. Jeder Tank hat irgendwie so eine gewisse Mechanik, wo man gucken muss, dass man das aufrecht erhält, dass man nicht zu viel Schaden bekommt. Knochenschild, hey ho, let's go. Zack, ihr habt auch noch den Vorteil, ihr könnt alle Gegner an euch rangrapschen. Gerade bei Castern ist das sehr, sehr gut. Ihr könnt einzelne Gegner rangrapschen. Das verspottet die dann auch noch zusätzlich. Ihr habt einen Spot Knorke. Also das macht super viel Spaß mit einem kleinen Gnom, Zweihandschwert und gib ihm oder riesiger Taure. Halt mal so ein Surfbrett in der Hand und dann kannst du mal ein paar Schädel spalten. Macht schon Laune. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei meinen Kanalmitgliedern. Vielen, vielen Dank für euren Support. Und dass ich hier so coole Videos machen kann, verdanke ich auch unter anderem euch, dass das alles so möglich ist. Knorkige Sache, danke sehr. Falls dir das Video gefallen hat, einfach unten einen Kommentar rein und einen Daumen nach oben, würde ich mich sehr, sehr drüber freuen. Bis dahin, hab viel Spaß beim Tanken und wir sehen uns im nächsten Video. Immer schön dran geblieben. Weser, Ende Gelände. Falls du kein Video mehr verpassen möchtest, einfach da oben den Kanal abonnieren.
coole Sache draufdrücken, Glocke aktivieren, dann kriegst du immer wieder ein neues Video, was ich hochgeladen habe. Und auf der Seite siehst du einen neuen Videovorschlag und auf der Seite da drüben habe ich alle Videos in einer praktischen Playlist zusammengefasst. Schau es dir einfach mal an, ich würde mich darüber sehr freuen.